Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie versprochen fahren wir heute in die Turnhalle, um dort ein paar Challenges mit dem Astro Jump Ball zu drehen. Doch bevor das Video startet, würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben da lasst. So, meine Freunde, aber jetzt geht's erstmal auf in die Trampolinhalle. Heute sind wir bei Jump Zone X. Mal sehen, was uns dort erwartet. Wir haben auf jeden Fall genügend Astro-Jump-Bälle zum Testen dabei. In der Halle angekommen, mussten wir uns erstmal ein bisschen aufwärmen, bevor es richtig losgeht. Sieht der orangene Astro-Jump-Ball nicht unfassbar gut aus? Okay, wir fangen mit der ersten Challenge an. Los geht's mit Stufe 1. Konzentration. Oh Mann, leider daneben. Vielleicht jetzt? Na komm schon, das klappt. Boom! Habt ihr das gesehen? Weiter geht's mit Stufe 2. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, Freunde. Habt ihr das schon mal probiert? Jawohl, der orangene Astro-Jump-Ball hat es drauf. Was? Stufe 3 beim ersten Mal? Das geht dann auch mit Stufe 4, oder? Und wie? Weg mit dem Baustein! Los jetzt! Stufe 5! Ja, das war doch viel zu einfach. Oder bin ich einfach zu gut? Naja, wie dem auch sei. Wir bewegen uns mal Richtung Trampolin. Wir haben einige Sachen, die wir testen müssen. Alles für die Wissenschaft, versteht sich. Oh Gott, wann war ich das letzte Mal Trampolin springen? Haha. Na gut, testen wir mal, ob der Astro Jump Ball auf dem Trampolin springen kann. Hä, was ist das denn? Das funktioniert ja gar nicht. Naja, okay, ein bisschen schon. Welche Ideen habt ihr für neue Challenges? Schreibt es in die Kommentare, denn wir wollen mehr Sachen testen und euch zeigen. Was haltet ihr davon? Jetzt brauchen wir aber mal eine kleine Pause. Spaß! Ich habe schon ewig keinen Salto mehr probiert. Könnt ihr einen? Mal ausprobieren, ob das noch klappt. Okay, okay, nicht ganz perfekt. Aber immerhin ein Salto. Los, weg da, ich muss jetzt echt durchatmen. Währenddessen zeigt euch mein Kollege die ganzen Bälle. Unsere Sammlung ist mittlerweile riesig und ihr findet sicher die passenden Modelle für euch. Mal sehen, ob er auch Körbe damit trifft. Haha, ich glaube, das mit dem Basketballkorb müssen wir nochmal üben. Weiter geht's. Schauen wir mal, ob der gelbe Astro-Jump-Ball die Frösche alle trifft und ob ich schnell genug bin. Wuhu, das ist ja Lichtgeschwindigkeit. 105 Frösche haben wir geschafft. Das hätte ich selber nicht geglaubt. So, das war ganz cool hier, aber auf geht es zum nächsten Platz. Wir müssen nämlich noch einige Sachen testen. Los geht's. Was wird uns wohl dort erwarten? Gefällt euch das Video? Falls ja, lasst gerne einen Kommentar da. Wir testen nämlich heute noch unsere Treffsicherheit mit dem Astro Jump Ball. Versuch Nummer 1. Daneben. Versuch Nummer 2. Ja, das war gut. Deshalb versuchen wir es eine Stufe höher. Was? Wie hat das auch beim ersten Mal geklappt? Was machen diese Bälle, dass es immer so gut funktioniert? Das bleibt wohl ein Geheimnis. Aber wir zeigen euch mal, wie hoch sie jetzt springen. Siehst du? Welcher Ball kann so hoch springen? Unser neuer Astro City Ball kann da auch locker mithalten. Seht ihr? Der springt ja in die Höhe von der Laterne. Wahnsinn, Freunde. Jetzt mal was Verrücktes. Oh mein Gott, er ist einfach stecken geblieben. Wie soll der da jemals wieder raus? Naja, der muss wohl da bleiben. Los geht's zum nächsten Test. Weil ihr immer gesagt habt, Reverse. Aber schaut selbst. Wow, habt ihr das gesehen? Nochmal in Zeitlupe. Also ich glaube, jetzt ist es für alle Male bewiesen. Unser Astro Jump Ball ist einfach unschlagbar. Zum Schluss testen wir nochmal 3 Stufen. Erst leicht, dann mittel, dann sehr stark. Damit ihr auch wisst, wie viel Power in diesem Ball steckt. So, noch ein Wurf zum Aufwärmen, dann geht es los. Okay, dann starten wir mal mit Versuch 1. Leicht. Das war easy. Versuch Nummer 2, mittel. Das sah doch schon mal besser aus. Oder was sagt ihr? Letzter Versuch, stark! Genau das meine ich. Der fliegt ja höher, als ich überhaupt fangen kann. Okay, Leute, wir testen noch kurz, ob er zurück in die Hand kommt. Und wie das funktioniert. Super! Habt ihr etwa gedacht, dass es nicht klappt? Leute, langsam müsst ihr doch verstehen, welche Kräfte unser Ball hat. Glaubt ihr es jetzt? Na gut, das war's dann erstmal mit dem Video von unserem Tag heute. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und es hat euch unterhalten. Vergesst auf keinen Fall, ein Abo dazulassen für mehr Challenges und neue Videos. Bis zum nächsten Mal. Wir probieren so lange etwas mit dem neuen Astro Light Ball. Wollt ihr wissen, was?